Du weißt doch, wie glücklich ich immer nach Hause komme, wenn ich eine passende Bank gefunden habe. Und dann die Vorfreude, das Planen, die ganze herrliche Zeit der Vorbereitung. Und dann der Moment, wenn man dem Tresor gegenübersteht. Der kühne Justav, immer munter. Du scheinst sehr gut geschlafen zu haben. Das gute Gewissen, Herr Kommissar. Nimm, was du brauchst, aber klau nie über deine Verhältnisse. So wie ein Mädchen im Kopf hat, ist der Verstand im Arsch. Entschuldige. Ab ins Bett! Lieber Gott, lass das nicht zu. Hilf mir. Hilf mir dieses eine Mal noch. Ich verspreche dir. Was soll ich ihm denn bloß versprechen? Dass du nie wieder einbrechen wirst. Das glaubt er mir nicht. Glücklich bin ich. Jetzt weiß ich doch, dass ich noch richtig arbeiten kann. Nun suche ich mir in aller Ruhe eine hübsche kleine Bank. Und nächste Woche muss ich den Herrn Minister begrüßen. Na, da hast du ja schon die richtige Haltung. Es gibt keinen vorgesetzten Hintern in ganz Nordrhein-Westfalen, in den du nicht gekrochen bist. Ein Vater mit solcher Vergangenheit ist ja schließlich kein Aushängeschild für uns. Der echte Vater hat Banken ausgeräumt. Aber das Geld habt ihr genommen. Du weißt ganz genau, wie oft ich es dir schon zurückgeben wollte. Ein Schuber bringt mir eigenhändig mein Stemmeisen nach Hause.